Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Kirsten. Guten Morgen, lieber Christopher. Das war jetzt mal wieder ein spannender Einstieg. Ja, wie immer, Kirsten. Wirst du dich jemals daran gewöhnen? Ja, ich war jetzt ganz verwirrt, dass ich heute im Garten und nicht im Tor unterwegs bin, aber eigentlich habe ich bei dem Wetter auch wirklich mehr Lust darauf, im Garten zu sein. Ja, Wie das sieht es bei euch aus? Ja, es ist wunderschön draußen. Wir haben einen herrlich blauen Himmel. Der volle Mond stand heute Nacht über uns und hat uns beschienen. Es ist fantastisch. München schwelgt im Sonnenschein. Wo bist du denn? Ich bin zur Abwechslung mal in Berlin, weil ein bisschen Reisen bildet ja, wie immer so gerne gesagt wird. Aber ich werde mich morgen wieder nach Hamburg aufmachen. Wir haben jetzt Ferien in Hamburg und da machen wir eigentlich was in dieser Zeit normalerweise. Aber mit dir zu plauschen ist natürlich auch sehr nett und ich freue mich, dass schon so viele online sind und uns auch zuhören, uns zusehen. Hallo da draußen. Ja, ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, wie es immer so schön heißt, oder wie man in Österreich sagt, Zuseherinnen und Zuseher. Gut. Ja, und da freut sich auch schon jemand auf uns, auf die Hohepriesterin im Tarotgarten, denn das soll unser Thema heute sein. Wir setzen unsere Reihe durch den Tarotgarten mit den Begegnungen der Gestalten der 22 Arkana des Tarot fort. Und wir gehen da ja ziemlich klassisch vor in der Reihenfolge. Wir haben den Narren schon als Null erlebt und wir haben den Magier als Eins erlebt. Und nach der Eins kommt folglich die Zwei. Und das ist die Hohepriesterin. Und Ja, und wir scheinen, entschuldige, dass ich ja, dich unterbreche. bitte unterbrich mich. Wir haben da anscheinend so ein bisschen einen Nerv bei euch getroffen, denn es sind echt sehr, sehr viele Leute, die sich diese Videos angucken. Da freuen wir uns sehr drüber. Offensichtlich gefällt euch das und deswegen haben wir auch beschlossen, die Reihe ein bisschen schneller zu takten, einfach weil das ist, was euch am meisten Spaß macht. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht wieder im Sternenturm treffen werden. Nein, auf alle Fälle wird dies auch folgen. Aber wir wollen ja auch ein bisschen erstmal herausfinden, was kommt denn so an bei euch? Was wollt ihr so? Und das, was euer Wunsch ist, uns Befehl, selbstverständlich. Ja. In dem Sinne, Kirsten, Genau. ich habe extra für dich zum Einstieg dieses Bild gewählt. Hier im Hintergrund. Ja, das ist ein sehr Ja. frühlingshaftes Bild. Tatsächlich würden Christopher und ich im April, wenn alles gut geht, dort wieder stehen, zusammen mit einer Gruppe, denn dort beginnt unsere legendäre Friedhofstour, die wir immer um den 1. Mai herum machen und mit der wir sozusagen die Saison eröffnen. Und das ist die Tour, wo wir über den, es ist der Südfriedhof, richtig? Genau, der alte südliche Oh. Friedhof in München. Und wenn man direkt wenn man also durch das Hauptportal hineinkommt, also am nördlichen Ende des Südfriedhofs beim Stephansplatz, sage ich es richtig? Ja, Sebastian, nee, Stephansplatz, Entschuldigung, bin ein bisschen durcheinander. Ich Stephansplatz, wenn man war nicht ich war schon lange nicht mehr draußen, aber es ist der Stephansplatz. Wenn man da hineinkommt, da stößt man gleich auf der linken Seite auf diese Skulptur. Und ich weiß, Kirsten, wir sind ja schon öfters dort gestanden, aber hier erzählst du, wir machen das ja bei unseren Touren immer, dass wir die Symbole der Friedhöfe auch mit Hilfe der Tarotkarten erklären oder illustrieren, vertiefen, kann man es einfach auch nennen, dass du dort immer gerne die Hohepriesterin erklärst und erläuterst. Genau. Und aber kannst du mal kurz aus deinem Empfinden heraus, was hat dich denn an diese Figur so an die Hohepriesterin erinnert? Das war ja ein Impuls, der auch von dir kam. Naja, einfach die Kerzen schon mal, die vor ihr stehen und du betrittst den Friedhof bei ihr, ne? Also du läufst quasi an ihr vorbei, wenn du da in diesen Friedhof, der als Sarkophag gestaltet ist, betrittst. Und die Hohepriesterin, die steht ja auch ganz da stark dafür, als nicht unbedingt als Hüterin, aber sie steht schon vor
der Schwelle oder auf der Schwelle zur Anderswelt. Und wenn wir mit ihr in Kontakt kommen wollen, deswegen passt es super, dass gestern auch Vollmond war, ja, dann müssen wir quasi die Schleier zur Anderswelt öffnen. Und das tut sie für uns, aber dafür müssen wir uns auf sie einlassen. Und ich fand das so als Symbol sehr schön. Und ich finde, sie sieht auch aus von der Kleidung her wie eine hohe Priesterin. Es steht auch was geschrieben, aber ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, was steht Es auf steht dem da Sockel. Per Enneat. Aber was viel interessant ist, dass diese Inschrift ist, wenn man nämlich genau hinschaut. Und ehrlich gesagt, Kirsten, ist mir das erst vor kurzem aufgefallen. Das müssen wir unbedingt auf der Tour wieder erwähnen. Der Kopf ist nämlich auf einem Buch angebracht. Das ist nämlich ein verschlossenes Buch. Na, dann ist es ja sowieso die hohe Ja, Priesterin. und es hat sieben Siegel. Es ist natürlich eine biblische Konnotation mit den sieben Siegeln und dem Buch des Lebens, könnte man sagen. Aber es ist nochmal diese Tatsache, dass dein Buch drauf ist, und wir werden das ja nachher sehen, ist nochmal ein Impuls mehr, mit ihr auch die Hohepriesterin zu verbinden. Ja, total. Und ich finde auch, Also habe ich natürlich als Kartenlegerin, da ist die Hohepriesterin ja meine Schutzpatronin, sofort intuitiv erfasst, was es ist. ja. Und noch dazu, ich finde auch, die Nische ist so ein bisschen gestaltet, wie wir später sehen werden. Ja, wie auch eben gerade in den späteren Varianten sitzt sie ja zwischen zwei Säulen, da kommen wir ja sicherlich noch drauf. Also ist für mich sehr ähnlich. Und das Ganze ist natürlich eine Skulptur aus dem 18. Jahrhundert. Und ob da schon der Tarot eine Rolle gespielt hat in dem Sinne, das weiß ich natürlich nicht, aber es ist zumindest mal eine wunderschöne Koinzidenz, und man kann an dieser Stelle wirklich das, was die Hohepriesterin, finde ich, ausmacht, echt spüren. Das Frühes hat oder man da. spätes 18. Jahrhundert? Ich schätze mal zweite Hälfte. Okay. Ja, dann könnte es schon eine Rolle spielen. Also jetzt nicht in Bezug auf Tarot, sondern in Bezug auf das Gedankengut, Ja. was damals Das herumschwirrte. auf alle Fälle. Also da, ich glaube, diese Idee der Priesterin, auch wie sie die Augen so geschlossen hält. Also ich finde, ganz, ganz tolle Stelle. Nur zur Erklärung, warum sind da gerade Kerzen? Die sind nicht immer da. Die sind natürlich, das ist ein Bild, das Anfang November aufgenommen wurde. Das ist so aller Heiligen, aller Seelen. Und da ist natürlich auch auf dem Südfriedhof, werden dann Kerzen angebracht. Zumindest ist das bei uns in Bayern Tradition. Ja, aber wir wollen natürlich, das dachte ich mir so als Einstieg, und ich habe aber auch noch ein paar Bilder mitgebracht, mal jetzt, bevor wir auf die Karten gehen, was wir denn so, wenn wir das Wort Hohepriesterin hören, damit verbinden. Und es gibt natürlich auch diese Karte Nummer 2, die die römische Zahl 2 trägt, die wird nicht immer mit der Hohepriesterin betitelt, sondern in den, korrigiere mich, wenn ich jetzt hier Unsinn rede, aber in den frühesten Tarotdecks heißt sie auch La Papesse, die Päpstin. Na, also Hohepriesterin dürfte eigentlich erst eine Erfindung, ich behaupte einfach mal, des 19. Jahrhunderts sein, oder? Auf jeden Fall, das ist so, ja. Gut, deswegen habe ich mal ein Bild mitgebracht, was wir mit Hohepriesterinnen wohl verbinden könnten. Und mit dem Begriff Hohepriesterin, und hab mir überlegt, wo kommen die vor, in welchen Kulten. Viele Kulte haben Priesterinnen, also weibliche Priesterinnen, und hier, das ist eine romantisierende Darstellung der Vestalinnen in Rom. Ja. Die Vestalinnen waren ja Hüterinnen, waren im Auftrag der Göttin Vesta, der Göttin des Herdfeuers, unterwegs. Sie hatten einen wichtigen Tempel am Forum Romanum, also mitten in der Stadt, und dort hüteten sie eben dieses Herdfeuer. Und könnte man da einen Zusammenhang herstellen zu dem, was der Tarot als Hohepriesterin bezeichnet? Zu diesem Gedanken? Also aus meiner Sicht nicht, weil ich die Vestalinnen für arme Opfer halte. Die wurden ja quasi gezwungen, Vestalinnen zu sein, diese Frauen. Und man hat sich da gerne von Frauen entledigt, die irgendwie Ansprüche hatten auf den Königsthron oder sonst etwas. Und sie durften halt auch nicht mit Männern schlafen. Und die Jungfrau, die für mich mit der Hohepriesterin eigentlich verbunden ist, das ist die freie Frau, die autark entscheidet, mit wem sie schläft oder nicht. Das war ja, ich glaube, in den griechischen
Etablissements war es auch nicht mehr Usus, aber vorher war es Usus, dass die Hohepriesterinnen halt eine sehr hohe Stellung eben hatten und entscheiden durften über ihr Leben und mit wem sie Kinder zeugten oder sonst etwas. Und ja, von daher wäre das für mich nicht die Qualität der Hohepriesterin. Aber wäre es für dich dann eher so, wenn man das jetzt in Verbindung bringt mit der Göttin Artemis zum Beispiel oder mit der Athene auch? Ja. Ja, auf jeden Fall. Also natürlich verbringe ich auch die Vestalinnen über das Thema Zurückgezogenheit und sich ganz dem Göttlichen widmen mit der Hohepriesterin zusammen. Ich will jetzt nicht im Feminismus abgleiten, aber diese ganzen griechischen Göttinnen sind ja schon extrem patriarchalisiert und das ist für mich nicht die Qualität der Hohepriesterin. Okay, aber vielleicht können wir da vielleicht schon mal ein wichtiges Puzzlestein dazu liefern, auch vielleicht als Gegenstück zu dieser Darstellung. Weil wir haben ja bei Hohepriesterinnen, da passieren ja bei uns modernen Menschen ja Bilder im Kopf, ne? Und eins könnte natürlich sein, die Priesterin im Tempel. Wir sehen natürlich, wenn wir uns mit dem Bild der Hohepriesterin beschäftigen, wie es auf den Tarotkarten abgebildet ist, eher das, was du jetzt andeutest, eine selbstständige, vielleicht selbstbewusste Frau. Ja, Birgit fordert dich übrigens hier auf, mach ruhig, Feministinnen. Klar. So, also von meiner Seite aus auch gerne. Ich werde dann auch ganz artig lauschen. Aber ich denke mal, dass dieses Bild der Hohepriesterin ja doch so eng verknüpft ist, auch eben mit dieser von der Männerwelt befreiten, wie soll ich das anders ausdrücken, sich von der Männerwelt nicht abhängig machenden Frau. Und man sagt ja oft das Wort Jungfrau, junge Frau, das jetzt bei den Göttinnen Artemis und der Athene ja auch Bestandteil des Götternamens ist, dass das eben nichts mit im heutigen sexualisierten Sinne Jungfrau bedeutet, sondern die junge, unabhängige, noch nicht verheiratete. Und wenn wir die Göttinnen anschauen, nie verheiratet sein wollenden. Ja. Ja. Und was du vorhin sagtest mit den Vestalinnen, dass da ja Frauen weggesperrt wurden, das haben wir ja dann später im Mittelalter auch mit den Nonnen. Ne? Also wer Ganz genau. irgendwie nicht Und verheiratet werden konnte, kam ins Kloster. also wir haben die zwei Ausprägungen, ob es nur Nonnen sind, Vestalinnen oder beim delphischen Orakel die Die Damen, die da Py unterwegs waren. ja, die Pythia, ne? Einerseits eine gewisse Form der Gefangenschaft. Immer, wenn es in den patriarchalen Strukturen verfangen war. Auf der anderen Seite für Frauen, die zum Beispiel niemanden heiraten wollten, sondern lieber lernen wollten, ja, war es ein Segen, im Kloster unterzukommen. Oder über die Vestalinnen bin ich da nicht so gebildet, ob die Wissen haben durften. In der geistlichen Zurückgezogenheit hattest du halt Chancen, dein Hirn zu erweitern, die du Ja. vielleicht als normale Frau nicht hattest. Also ich meine, da kennen wir ja sowas wie die Hildegard von Bingen zum Beispiel, Genau, die dann auf ganz einmal auch genau. ein Quell des Wissens wurde. Und damit würde ich schon auch Hohepriesterin verbinden, Auf jeden Fall. Zugang zu einem spirituellen Wissen zu haben, das auch vielleicht durch Abgeschiedenheit, durch auch Entsagung von der Welt entsteht. Wärst du damit einverstanden, wenn man das sagt? Auf jeden Fall. Und du hast ja schon das Buch erwähnt. Ne? Das Buch hat ja mit Wissen zu tun. Ja, genau. Und die Funktion, die wir noch nicht erwähnt haben bei der Hohepriesterin, ist auch, dass sie orakelt. Ne? Also man ist sowohl zu den Vestalinnen als auch zum delphischen Orakel gepilgert, um Sprüche zu bekommen, wie etwas ausgehen würde, auch von staatlichen Belangen. Da hatten die Vestalinnen eine extrem hohe, wertvolle Position. Also auch Frauen als oder das Weibliche als das Zugang hat zu einer anderen Form des Wissens, dessen man sich dann auch bedient, indem man es zum Beispiel in Form eines Orakels besucht. Es ist ja bezeichnend, dass die meisten Orakel, und mir fällt jetzt ehrlich gesagt keines ein, wo es anders ist, von Frauen gehütet wurden. Ob das die Pythia ist in Delphi, die Sibyllen, die ja eine wichtige Rolle gespielt haben. Die Also gibt Nornen. es. Da gibt es hast du jetzt Nonnen oder Nornen gesagt? Nornen. Nornen. Die Nornen, die natürlich Göttinnen sind, Schicksalsmächte sind, die Parzen, die Mäuren und so weiter. Ich hole mal das nächste Bild dazu.
Das ist das Filmplakat von einem Film von Sönke Wortmann. Der Titel steht drunter, den habe ich jetzt abgeschnitten. Das ist Die Päpstin. Warum ich das dazu nehme, das Bild? Weil ja die Tarotkarte oft auch La Papesse auf Französisch oder dann auch übersetzt im Deutschen die Päpstin heißt. Und vielleicht Richtig. kannst du da uns ein bisschen ins historisch ins Bilde setzen. Wie kommt es dazu überhaupt, dass diese Tarotkarte La Papesse heißt? Was weiß man darüber? Ja, also erstmal den Film haben sicher viele von euch gesehen oder darüber gehört, davon gehört, meine ich. Es ist die Verfilmung eines Buches. Der Autor fällt mir gerade nicht ein oder die Autorin, muss ich gestehen, war es die Kinkel? Könnt ihr mich ja vielleicht kurz mal informieren? Ich habe es gelesen, aber ich habe es nicht in bester Erinnerung, muss ich gestehen. Dass eine Legende fiktionalisiert, die es tatsächlich gegeben hat, also die Legende gibt es auf jeden Fall, im 9. Jahrhundert soll es eine Frau auf den Papstthron geschafft haben. Johanna soll sie geheißen haben. Und seither, so geht die Legende, muss ein Papst sich auf einen Stuhl setzen vor der Inthronisierung, der ein Loch hat, und dann wird nachgefühlt, ob da wirklich was ist, damit nicht das noch einmal passiert. Jawohl. Ah ja. Das ist, worum es in dem Film geht, quasi mit einer verbunden mit einer Liebesgeschichte. Da hat Lilly hat eine Frage gestellt. Ich gehe da gleich drauf ein. Ich will jetzt erstmal hier den Faden weiterspinnen. Und gleichzeitig wird das aber nicht unbedingt der Grund sein, warum die Päpstin auf den Tarotdecks zu finden ist. Sie taucht auf dem Visconti Sforza Deck, über das ich ja letztes Mal schon geredet habe. Also alle, die jetzt nochmal den historischen Exkurs haben wollen, schaut euch doch bitte das Video zu Magier an. Ich möchte das jetzt nicht nochmal alles komplett wiederholen. Aber das Visconti Sforza Deck, so das eigentlich bekannteste, älteste Deck, stammt aus dem 15. Jahrhundert. Da steht der Name Papess nicht drauf. Es könnte genauso gut eine Nonne sein. Menschen, die Ahnung davon haben, sagen, sie trägt das Gewand einer Franziskaner, Abtei. Und das könnte dann daher einfach herrühren, dass sie wirklich eine Nonne darstellt, was Sinn machen würde. Im Marseilla Deck ist es dann tatsächlich eine Papess. Das steht dann auch drunter. Und da gibt es unterschiedliche Erklärungen, warum diese Karte sich dort befindet. Die einen sagen, ich hatte euch erzählt, dass vielleicht auch geglaubt wurde, dass es ägyptisches Geheimwissen enthält, der Tarot. Andere sagen, die Katharer, eine Glaubensgemeinschaft, die im 12. bis 14. Jahrhundert in Südfrankreich lebte und ja, sehr gnostisch unterwegs war, die auch ausgelöscht wurde, die haben ihr geheimes Wissen vor der Auslöschung in diese Karten gemalt und die hatten halt auch Frauen im Vorstand sozusagen. Und da soll es auch ge eine Gegenpäpstin gegeben haben, die von den Katharern gestellt wurde. Deswegen kam sie natürlich auch als Heretiker auf den Scheiterhaufen. Und die andere Variante ist, dass man ins Kartenspiel Figuren gemalt hat, wie die Päpstin, wie den Papst, war ein großes Sakrileg. Und das Kartenspiel war sozusagen eine Form der Karikatur oder ja, des sich lustig machens über Obrigkeiten. Deswegen ist sie dort zu finden. Also das eine wäre ja die Katharer, soweit ich weiß, um das nochmal kurz rund zu machen, die hatten eben die Vorstellung, dass eben die Kirche das Diabolische ist, das Böse ist. Sie haben sich als die Hüter der Wahrheit bezeichnet, daher auch Katharer. Das kommt, steckt eigentlich in katholisch, steckt es ja auch schon drin. Es ist die griechische Wurzel für Wahrheit. Und sie hatten ein gnostisches Weltbild, wie Kirsten schon sagte. Da steckt eben eine ganz starke Vorstellung, dass das Gute und das Böse sich in einem ewigen Kampf befindet. Und dass man eben seine Seite gut wählen muss. Und sie sahen eben die katholische Kirche, dass sie auf der Seite des Teufels. Ja. Und die andere Idee, die finde ich jetzt auch nochmal spannend, weil das passt ja ein bisschen so, wir kommen ja aus der fünften Jahreszeit, liegt ja schon ein bisschen zurück, wo wir ja auch den Narren kennen. Und dann wäre die Päpstin sozusagen wie eine Verballhornung des Papsttums zu sehen. Auch eine Kritik am Papsttum vielleicht, aber eben aus der fünften Jahreszeit, wo Männer Frauen und Frauen Männer sind, dass man das Ganz genau. sagen. Muss ich nochmal drüber nachdenken, finde ich auch einen spannenden Ansatz. Ganz genau. Und da möchte ich noch ergänzen, dass
die Reihenfolge der Karten auch erst im Tarot de Marseille festgeschrieben ist. Also man weiß gar nicht, ob die Päpstin nicht immer neben dem Papst stand. Inzwischen liegt sie neben dem Magier, aber heißt auch hohe Priesterin. Also da hat sich was verschoben und verändert. Und das ist schwer herauszufinden, aus welchen Beweggründen das geschehen ist. Aber ich bin mir sicher, wenn wir uns in 10 Jahren unterhalten, Christopher, da sind wir wahrscheinlich schon in 3D dann sichtbar. Als Hologramm. Genau, dann können wir da euch genauer darüber Auskunft geben. Und um Lilli Marleens Frage zu beantworten, ich bin nicht die absolute Ägypten-Expertin. Ich weiß, dass der oberste Vorstand sozusagen der Priesterschaft immer der Pharao war, der teilweise auch eine Pharaonin war. Von daher hatten wir da auch die weiblichen Führerinnen. Ich glaube, die Priesterschaft selbst war männlich. Wenn ich jetzt an Josef und seine Brüder denke, würde ich jetzt so sagen. Was sagst du? Es gab schon auch Priesterinnen, aber sehr ähnlich wie im antiken Rom für bestimmte Kulte vorgesehen. Also nicht so allgemein, ne, sondern dieses Prinzip, dass man für bestimmte Kulte Frauen bevorzugt hat, das findet sich auch in Ägypten, findet sich aber auch schon in Sumer. Ja, und Jacqueline hat uns verraten, dass das Buch Die Päpstin von Donna W. Cross ist. Thank you very much. Ich habe jetzt mal hier so, ich habe mir überlegt, was für moderne Vorbilder für die Hohepriesterin spuken denn in unseren Köpfen so rum. Ja, also Päpstin ist vielleicht jetzt nicht unbedingt das, was jedem so zugänglich ist. Und wir haben aber auch in der Moderne Bilder. Und mir ist sofort Galadriel eingefallen, hier natürlich in der Darstellung aus der bekannten Verfilmung Herr der Ringe. Schauspielernamen kann ich mir nicht merken. Kirsten, vielleicht weißt du noch, wie sie Kate heißt. Blanchett. Ja, ich danke dir. Und hier sieht man sie eben, ja, und wie ich finde, das Foto oder dieses Bild spricht ja auch wieder Bände. Es geht also um eine weibliche, selbstbewusste Gestalt. Und was ich von Galadriel weiß, aber da sind natürlich vielleicht ihr da draußen seid da viel mehr Experte als ich. Für mich hat Herr der Ringe jetzt nicht so eine zentrale Rolle gespielt. Ja, ich bin eher der Nebel von Avalon-Typ, aber auch da würde wahrscheinlich irgendeine Figur mehr in diese Richtung gehen. Aber die Bilderwelt passt für mich gut zur Hohepriesterin, die ja dann vor einem so einem Wasserspiegel steht, wenn mich nicht alles täuscht und in einem Wald und es ist alles mystisch. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, Kirsten, aber könnte das eine moderne Hohepriesterin sein? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ich sagte bereits, im Film ist sie total so inszeniert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es im Buch auch so ist, muss ich gestehen. Ich habe das Buch gelesen, als ich 8 war und kann mich nicht mehr so genau erinnern. Hatte dann auch kein Bedürfnis, es nochmal zu lesen, muss ich gestehen. Aber wenn ihr noch jemand anderen habt, also eine andere Frau aus dem Roman habt, die ihr da sehen würdet, dann schreibt uns das doch in die Kommentare. Ja, genau. Eingangs haben wir auch noch überlegt, wer noch jemand war. Du hast Nebel von Avalon genannt, jemand wie Vivian oder wie Morgaine in Nebel von Avalon sicher auch eine Form der Morgause ist, eine hohe Priesterin gewesen. Ja, also die haben ja nicht immer nur in der Zurückgezogenheit gelebt, sondern auch im Weltlichen. Ich habe auch Harry Potter nicht gelesen, bin mir aber sicher, auch dort wird es eine Hohepriesterin geben. Und wenn es die verstorbene Mutter Harrys ist, bis dahin bin ich gekommen, dann habe ich das Buch leider beiseite legen müssen. Ich werde mir jetzt wahrscheinlich Feinde machen. Beiß dir auf die Zunge, Kirsten. Mir auf die Zunge. In der Zwischenzeit, wenn du dies tust, beantworte ich noch die Frage von Lili Marleen. Sie hat in Wales auf Inish Mon hingewiesen. Das ist die Insel Mona, die vor der Küste Wales liegt und die eine alte Druideninsel war, wo es eben keltische Priesterinnen gegeben haben soll. Ja, auch die Kelten hatten Priesterinnen. Vielleicht sogar deutlicher noch und eher so in die Richtung einer Druidin, ja, wie wir uns das vorstellen, die ein Feuer schützen mussten. Das ist eben etwas, was wir bei den Vestalinnen haben. Ein Feuer muss geschützt werden. Feuer steht aber auch, finde ich, nicht nur für das Element Feuer, sondern auch für Spiritualität, für den Geist, ja, die Flamme der Erkenntnis. Das
das wäre dann vielleicht auf unserer Hohepriesterkarte dann sogar eher das Buch vielleicht, das man damit in Verbindung bringt. Nur so als Idee, können wir gleich mal gucken, ob das passt. Und natürlich, dort gab es tatsächlich auch keltische Priesterinnen. Also die Insel Mona ist das. Eine wichtige Funktion hat auch in Game of Thrones, die der Name jetzt auch gerade entfallen ist, die immer im roten Gewand sexy rumläuft, die ist auch eine Hohepriesterin. Ja. Ich weiß schon. Aber die ist ja böse. Ist sie nicht böse? Naja, sie ist nicht böse. Sie ist beseelt. Sie ist beseelt, genau. Von ihrer Mission. Ja. Genau. Also es gibt sehr, sehr viele moderne Beispiele für Hohepriesterinnen. Und ich bin mir sicher, euch fallen auch welche ein, wenn ihr mal so durch eure Romane oder Serien surft, die für euch eine wichtige Rolle spielen. Ich finde einen wichtigen Punkt, den die Eva gerade aufhört, die alte Mutter aus 10.000 vor Christus. Ja, ich würde aber bei dem Begriff Mutter zögern. Also da würde ich jetzt erstmal zögern, weil die Hohepriesterin ja eher, bitte korrigiere mich, Kirsten, keine Kinder hat. Ja. Also nicht also in der Mutterfunktion. Da gibt es unterschiedliche Varianten. Wir haben ja auch diese sogenannten Tempelhuren, die vor den Tempeln lagerten und sich den Männern hingaben, auch aus freien Stücken später nicht mehr. Und da sind sicher auch Kinder gezeugt worden. Aber ob sie diese Kinder dann als Mutter erzogen haben oder ob es da nicht eine Form von Kindergarten für... die Versklavung gebracht. Also sagen wir mal so, das mütterliche Prinzip würde ich jetzt mit der Hohepriesterin nicht unbedingt in Verbindung bringen. Dazu haben wir eigentlich dann die nächste Herrscherin. Genau, also auch Mutter Erde hat nichts mit der Hohepriesterin zu tun. Sie ist das geistige Prinzip, nicht das materielle Prinzip. Ja. Und ob sie nun Kinder hat oder nicht, ist belanglos. Auch Maria ist eine Hohepriesterin. Ja, sie hat die unbefleckte Empfängnis. Sie Jungfrau schafft Maria, aus dem Geist heraus ein Kind. Ja? Und das ist eine Hohepriesterin-Qualität, aber Mutter Erde ist sie nicht. Das dürft ihr aus eurem Vokabular für die Hohepriesterin streichen. Da schaut euch bitte die nächste Session an, da werden wir ganz viel über Mutter Erde reden. Genau. Aber interessant ist es trotzdem, so lernt man es auch, eben in Unterschieden zu denken, im Unterschied zu, was ist das eine, im Unterschied zum anderen. Das finde ich immer einen ganz wichtigen Aspekt. Mir fallen gerade ganz viele Hohepriesterinnen ein, nämlich all die Medien, die immer in Filmen gezeigt werden. Diese Eva-Green-Typen, die da mit weißen, verschatteten Augen sitzen, in schwarz gekleidet, verschleiert und dann ins Jenseits Kontakt aufnehmen. Das sind Hohepriesterinnen. Ja, aber es ist ja auch interessant, auch hier wiederum Frauen zumeist, die als Medien gerade zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts unterwegs waren. Es waren eigentlich immer Frauen. Ja, und wir feiern heute den Geburtstag eines ganz berühmten Mediums, nämlich der Moina Marthas, der Frau von MacMartha, über den wir letztes Mal auch geredet haben. Sie hat zusammen mit MacMarthas eigentlich maßgeblich den Golden Dawn beeinflusst und von ihr stammen all die Rituale, die der Golden Dawn geschaffen hat, denn sie hat sie gechannelt. Ja, was man früher wahrscheinlich nicht Channeling nannte, sondern... Mediation. Man nannte es Mediation. Wie sich die Zeiten ändern. Heute denkt auch niemand mehr bei Medium an eine Frau, die was channelt, sondern eher an die Medien oder sowas. So ändern sich die Zeiten und die Begriffe. Ich habe im Hintergrund mal ein neues Slide aufgerufen, was so ein bisschen das sind modernere Decks. Das eine ist das Druidcraft, wenn mich nicht alles täuscht. Und das andere, weiß ich nicht, wie es heißt. Das ist auch wieder aus dem Raziel Tarot von Robert M. Place. Genau. Wo das Synkretistische auch mit drinnen ist. Ne? Also einerseits haben wir jetzt zum Beispiel wieder High Priestess aus dem Druidcraft, eher das, was wir vielleicht jetzt von der keltischen Priesterin erwarten würden. Ja? Und bei der anderen eben dann eher doch eine hochgestellte, weise, weibliche Frau. Genau. Und wir sind jetzt quasi gesprungen von dem Papess hin zur Hohepriesterin. Soweit ich weiß, wurde der Begriff der Hohepriesterin im Golden Dawn eingeführt, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Da
werde ich noch einmal kurz nachrecherchieren. Okay. Aber er taucht erst in dieser Zeit auf jeden Fall auf. Und Karten seither beziehen sich dann aber eigentlich immer auf die Hohepriester. Und die Papesse existiert nur noch in den Ländern, in denen weiterhin mit dem Tarot de Marseille gelegt wird. Okay. Auch darüber haben wir viel in der Magiersitzung gesprochen. Also schaut euch das nochmal an. Darf geht's bitte noch einmal zurück? Okay. Weil mir ist es wichtig, noch mal wegen Mutter Erde darauf einzugehen. Ihr werdet die hohe Priesterin nie mit einem Vollmond in Verbindung sehen, auch wenn wir jetzt gerade einen haben. Der Vollmond steht für die Mutter, ne? Die reife Frau, sondern sie wird immer einen Neumond haben. Und das seht ihr hier auch sehr schön auf der Druidcraft-Karte. Und der Ja. Neumond steht halt für das junge, die junge Frau, das Mädchen. Wir sehen auch hier bei dieser, wie heißt das Deck? Raziel? Raziel, yes. Raziel Deck. Da sehen wir auch schon angedeutet die hebräischen Buchstaben. Wir sehen den Davidstern. Wir sehen die beiden Säulen, die schwarze und die weiße. Da gehen wir noch, würde ich sagen, gleich Drauf drauf ein. ein. Das sind Genau. moderne Ergänzungen. Denn wenn es euch mal, ich zeige euch mal, wie das Marseille-Tarot aussah, auch im Unterschied zum Magier, der ja dort auch der Bateleur ist, also der, was wir eher mit einem Jester, einem Nächster. Trickster, wie nennt man das auf Deutsch, ein Gaukler in Verbindung gebracht wird. Und dann La Papesse eben, wie sie im Marseille-Tarot zu sehen ist. Wir sehen hier, dass sie eine Papstkrone sogar aufhat. Also hier wird der Bezug zum Papsttum sehr deutlich gemacht. Ich habe später noch das aus dem Visconti Sforza da. Da ist das nämlich nicht so deutlich. Genau. Hier wird es ziemlich klar zu einer, wird sie ziemlich klar zu einer Päpstin gekrönt. Sie hat dieses offene Buch auf dem Schoß liegen. Auch das ist ein Motiv, das dann später immer wieder aufgegriffen wird. Also dieses Ja, und es aufgeschlagene ist Buch. wirklich spannend mit dem Buch. Da kann man viel drüber sagen. Mal ist es geschlossen, mal ist es offen. Ah ja. Mal kann man es lesen, weil die Schrift zum Betrachter, zur Betrachterin ausgerichtet ist. Mal ist es nicht sichtbar, die Schrift. Das verbindet sie, also ich sehe sie auch immer als Bibliothekarin der Akasha zum Beispiel. Sie ist diejenige, aus der wir unser Wissen herausgreifen. Wenn du jetzt hier gerade den Gegensatz zwischen Magier und Papess aufgreifst, ich habe euch bei Magier erzählt, dem geht es darum, von oben herabzuziehen, was ihm wichtig ist und das in die Materie zu bringen, also dem Gesetz wie oben so unten zu folgen, das Prinzip des Magiers zu leben, nämlich das zu manifestieren, was er haben will in dieser Welt, dann ist die Hohepriesterin das, was uns motiviert, wonach wir streben, die Sehnsucht, die uns antreibt im Leben. Ich nenne es immer gerne unser seelisches Leitmotiv. Okay. Und während der Magier immer dafür da ist, das zu manifestieren, ist die Hohepriesterin dafür da, auch so ihn zu hinterfragen. Ist das denn jetzt das Richtige, was du tust? Es ist nicht ganz die Ethik, es ist mehr, ist das wirklich das, wonach du strebst in deinem Leben? Was ist denn jetzt deine Berufung? Hast du dich für das entschieden, was du wirklich, wirklich als Seelenwunsch erfüllen möchtest? Und wenn wir wollen, dann können wir immer zu ihr gehen. Deswegen ist sie die Schutzpatronin der Kartenleger und meinetwegen Orakel, nicht unbedingt der Astrologen. Da gibt es eine andere Karte. Und uns Wissen aus ihr holen. Sie hat das kollektive Wissen aller Zeiten, aller Welten, aller Kulturen. Und zu ihr gehen wir, um uns da Informationen zu holen. Interessant ja auch, hier wird ja auch schon der Schleier angedeutet, der später eine Rolle spielt. Sie sitzt ja vor, nicht auf einem irgendeinem Thron, sondern eher vor einer Art Vorhang. Was Ja. hier nicht, dann achtet vielleicht mal drauf, was hier nicht vorhanden sind, sind die Säulen. Ja, also die werden erst später dazugefügt. Man könnte sie eventuell schon ansatzweise in diesen Vorhangrollen sehen, die da sich herunterkräuseln. Aber das Prinzip eines Vorhangs, ja, vor dem sie sitzt, das wird hier auch schon mal angedeutet. Ja. Und in den anderen Darstellungen guckt sie auch nicht zur Seite. Ich weiß jetzt gar nicht im Marseille-Tarot, ob überhaupt eine Karte einen direkt anschaut oder ob sie nicht alle irgendwie zur Seite blicken. Bin ich jetzt gar nicht sicher, ob es da irgendeine gibt, die wirklich nach vorne guckt. Aber ich blätter hier gerade durch und stelle fest, da ist keiner, der wirklich dir direkt Blickkontakt mit Also dir ist nicht die aufnimmt. Gerechtigkeit, schaut uns direkt an.
Die Gerechtigkeit, der Teufel schaut einen direkt an, die Gerechtigkeit, ich habe sie gerade vor mir, und der Engel beim Bei der Judgment, Mäßigkeit. der Gehängte schaut ihn an. Also ich ziehe meine Meinung zurück. Es gibt doch einige, die einen direkt anschauen. Ja. Aber Darüber. sie wirkt vielleicht so ein bisschen entrückt auch. Also sie blickt vielleicht in irgendeine, auf eine ferne Richtung, so als ob sie die Schleier der Wirklichkeit durchdringen könnte. Das könnte man vielleicht so Ja, deuten, oder? auf jeden Fall. So, hier habe ich sie nochmal in einer anderen Darstellung, die du mir zur Verfügung gestellt hast, die auch ziemlich alt ist, schätze ich mal. Und da hat sie einen gigantischen Schlüssel in der Hand. Ja, genau. Also sie ist hier schon fast wie ein Hohepriester Ja. dargestellt. Und ich weiß leider nicht, welches Tarot-Deck das ist. Ich versuche es immer noch herauszufinden, weil ich das total spannend finde, dieses Deck. Es muss ungefähr zur selben Zeit wie auch das Marseille-Deck entstanden sein, vielleicht einen Tick früher, also 16. Jahrhundert, würde ich sagen. Und das werden wir beim Hohepriester noch kennenlernen. Der hat nämlich den Schlüssel in der Hand. Also für mich sind Hohepriester und Hohepriesterin viel enger noch miteinander verbunden als Magier und Hohepriesterin. Während die Hohepriesterin, das habe ich eben schon ausgeführt, halt uns alles Wissen zur Verfügung stellt, was wir nur haben können und wollen, wenn wir uns spirituell weiterentwickeln wollen. So steht der Hohepriester dafür, in welcher Zeit, in welcher Kultur das wie interpretiert wird. Also ich nenne ihn immer den PR-Mann der Hohepriesterin. Und hier mit dieser Karte habe ich so das Gefühl, dass man dazu ermutigt wird, sich diese Geheimnisse selbst zu erschließen und keinen Übersetzer braucht dafür. Das passt vielleicht auch zu dem, was Pepeline gerade erwähnt. Sie dachte immer, wenn sie in Erlegung auftaucht, dann heißt es, die Situation wird von oben geführt. Ich glaube, das ist kein Widerspruch, sondern das geht genau darauf hin. Du brauchst keinen Mittler. Du bist sozusagen unmittelbar angeschlossen an dieses Wissen, denn die Hohepriesterin verkörpert ja den Blick hinter den Schleier. Und damit ist sie jetzt nicht wie der Hohepriester, der eine Papstfigur ist, der sagt, du kommst nur durch mich zum Wissen. Ja, kann man Genau. das so zusammenfassen, da einen Unterschied Ja, zu? also wenn wir von oben geführt sagen, muss man sich überlegen, was ist oben? Für mich ist die Hohepriesterin in dem Zusammenhang die Verkörperung der Seele oder des höheren Selbst, wie immer wir das nennen wollen. Und das heißt nicht so sehr, dass ich von oben, also es ist schon eine Führung von oben, aber es ist eine Vorübung von innen heraus. Also immer wenn die Hohepriesterin fällt, dann heißt es, achte auf deine Träume. Wenn sie liegt bei einer Entscheidung, dann heißt sie, folge deiner inneren Stimme. Ja? Und nicht so sehr, höre jetzt auf den Rat anderer Menschen. Genau. Das glaube ich ist auch gemeint, so wie Pepelin das sagt. Also du wirst geführt und je nachdem, was jetzt für dich diese Instanz ist, die dann führt, dein Ja. Seelenführer, dein höheres Selbst, also das ist ja auch, da schwingen ja auch Glaubensfragen mit. Auf jeden Aber Fall, ja. spannend, ja. Und ich wollte zum Schlüssel wollte ich noch sagen, der ist natürlich der Petrus-Schlüssel, ja. Also Schlüssel können normalerweise in die Hand des Papstes als stellvertretender Christi auf Erden und Nachfolger von Petrus, der ja von Christus die Schlüssel bekommen hat. Und da finde ich es eben sehr interessant, dass er bei dieser Darstellung den Schlüssel in den Händen einer Frau liegt. Ja. Und das ist Soll mal passieren ab und interessant. zu. Da sollten wir mal drüber nachdenken. Auf jeden Fall. Gerade in der heutigen Zeit. Ja, und denn jetzt habe ich deswegen habe ich die dieses die also das sind jetzt nun das eine ist natürlich das sehr bekannte aus dem Rider-Waite-Smith-Tarot und wir haben daneben das von der dessen Namen mir jetzt nicht einfällt, aber mir sicherlich gleich einfällt, wenn du es erwähnst, Kirsten. Die moderne Entschuldigung. Interpretation ist von Also, Verzeihung, ich habe gerade gelesen, was Lapis Lazuli schrieb, deswegen war ich abgelenkt. gut. Das ist von Lisa Stirl, Modern Witch Tarot, und es ist natürlich eine total schöne Weiterführung, finde ich, der Hohepriesterin. Ich liebe diese Hohepriesterin, muss ich sagen, die gefällt mir ausgesprochen gut. Aber lass uns erst über das Deck von Waite und Smith reden, das auch als RWS Deck jetzt allen euch in Erinnerung gebrannt sein sollte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Form der Hohepriesterin
Nein, sie wird nicht zum ersten Mal bei ihm auftauchen, aber er hat sie sehr stark weiterentwickelt und sie beruht ganz stark auf dem Baum des Lebens. Also ich hatte ja euch erzählt, dass der Golden Dawn Orden, in dem dieses Deck entstanden ist oder in dessen Kontext sehr stark kabbalistisch orientiert war. Und wir sehen hier nicht nur, also ich beschreibe das Bild einfach mal kurz, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt. Wir sind nämlich jetzt in einer komplett anderen Sprache als der Päpstin. Sie hat ein blaues Gewand an, was natürlich für das Wasser steht. Die Karte ist astrologisch gesehen dem Mond zugeordnet. Sie steht auf einem Neumond. Sie trägt die Krone der Wicca-Bewegung, die dreifache Göttinnenkrone, halb, also zunehmender, voller und abnehmender Mond. Sie hält bewusst die Tora in der Hand. Also hier ist ganz klare Anspielung auf die Kabbala, die sie auch nicht vollkommen ausrollt. Sie hat ein gleichschenkliges Kreuz auf ihrer Brust, das für die Das vier ist Elemente gleichschenklich. steht. Ja. Ja. Und es ist, wenn wir jetzt als Gegenpol zum Magier betrachten, sie ist nicht für die Bewegung oben-unten zuständig, sondern für die Seitwärtsbewegung. Und deswegen haben wir auch die schwarze und die weiße Säule, Boachim und Joachim. Joachim, das sind die Namen, die angeblich am Tempel Salomons standen. Sie stehen aber auch für die beiden seitlichen Säulen des Lebensbaumes. Die Säule der Strenge, die Säule der Güte, die in der Mitte miteinander vereint sind. Und ihr gleichschenkliges Kreuz sitzt quasi an der Stelle, wo die vereinende Sephira Tiferet sitzt, also die mittlere Sephira. Und wir sehen sogar oben noch drei Sephirot abgebildet Das sind so vom Lebensbaum Granatäpfel, ne? anhand der Granatäpfel. Und diese drei Sephirot, die repräsentieren das Göttliche und dann das sticht sie rein und holt quasi diese Energie nach unten, aber sie bringt sie zum Mond hin und nicht in die Erde. Also Deswegen nicht eher Mutter so. Erde. Sie ist ganz mit dem Wasser verbunden. Wir sehen, wenn wir genau gucken, im Hintergrund Wasser. Und es geht bei der Hohepriesterin darum, dass dieser Vorhang aufgerollt wird, wie die Tora entrollt werden kann und wir dann mit unserer Intuition in Verbindung sind, aber auch mit dem Kollektiv und mit allem, was je geschehen ist. Was ich ganz spannend finde, ist, also zunächst einmal natürlich ist das eine Darstellung, die auf irgendeine Weise auch mit der Jungfrau Maria in Verbindung stehen könnte, die ja auch oft auf einem Halbmond stehend abgebildet wird, auch oft in so einer Pose, eher als Maria Immaculata, nicht so sehr, aber eben dann auch als Himmelskönigin, da hätte sie dann eigentlich nur noch das Kind in der Hand, aber auch eine Krone auf. Ich finde interessant auch, dass man sagen kann, dieser Vorhang, der ist ja so eine Art, ja, ein Schleier, der, wenn er gelüftet wird, dann vielleicht auf diese wasserreiche Landschaft, die du jetzt angedeutet hast, den Blick freigibt. Diese Granatäpfel verbinden sich für mich auch wieder mit dem Persephone-Mythos. Also das heißt, Persephone, die Göttin der Unterwelt. Und wenn wir jetzt mal das im übertragenen Sinne sehen, warum Granatapfel? Weil der Granatapfel war ja, wer jetzt vor 2 Tagen mein Sternenzelt-Folge über das Sternbild Jungfrau gehört hat, der weiß, dass da die Persephone mit identifiziert wird und dass sie in der Unterwelt bleiben musste, weil sie vom Granatapfel genascht hat, der eigentlich eine Totenspeise ist, aber natürlich auch als Frucht von Lust, Leidenschaft und Leben gilt, wegen dieser rubinroten Farbe. Also der hat Bezug zu Leben und Tod. Ja. Die Persephone eben auch als Göttin der Unterwelt vielleicht auch die Göttin oder die Herrin über die verborgenen Dinge ist. So war meine Brücke. Ich weiß nicht, ob der Golden Dawn so über den Granatapfel gedacht hat, aber das wäre jetzt mal meine Assoziation in diese Richtung. Ja, also wir sehen den Granatapfel auch nochmal auf der Herrscherin. Da trägt sie ihn im Gewand. Also es geht ein bisschen darum, gehe ich damit in Berührung oder nicht? Weil der Granatapfel ja auch mit Eva in Verbindung gebracht wird, auch mit Maria. Und Persephone ist ein Stichwort, was oft bei der Hohepriesterin auftaucht. Lilly, ich komme gleich nochmal auf den Schlüssel zu sprechen. Und lass uns aber nochmal kurz dieses Bild hier weiterspinnen. Wir haben nämlich auf der anderen Seite jetzt diese moderne Variante. Das ist ein Transgender-Deck.
Und in dem Zusammenhang finde ich das ganz interessant, dass der Neumond jetzt ein Vollmond geworden ist. Ich weiß nicht, ob sie das bewusst gemacht hat oder ob das einfach ein künstlerisches Element ist, aber kein Vollmond, sondern ein abnehmender Mond, Entschuldigung. Also, dass dieses urweibliche Hohepriesterinnen-Prinzip so abnimmt, wäre eine Assoziation, die ich damit habe. Und die schwarzen und weißen Säulen sind natürlich sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Also, wir hören ja im Zusammenhang mit Transgender auch immer mehr das Wort nicht bipolar. Und dass sie halt quasi das Nicht-Bipolare darstellt. Sie ist diejenige, Non-binary, ne? Also nicht genau, binär. sie ist diejenige, die diese Oppositionen ineinander vereint. Und das macht sie aber schon seit vielen, also nicht seit vielen Jahrhunderten, aber schon seit einiger Zeit. Finde ich ganz interessant. Also das ist ja das, was Boas und Jachin. Ich weiß nicht, ob du schon erwähnt hast, dass die beiden Säulen vom Tempel Salomons, hattest du, glaube ich, schon erwähnt, ne? Dass sie da Genau. eben stehen und diese beiden Namen haben. In der Übersetzung, glaube ich, in der Übersetzung heißt es, glaube ich, Stärke und Kraft. Ne? Die beiden, Boas und Jachin. Bin mir jetzt gerade Gnade und Güte und Strenge, dachte ich. Güte und Strenge, aber ich glaube, das ist die Übersetzung dabei. So heißen sie im Baum des Lebens. Ne? Aber Boas und Jachin von der Übersetzung her, das bedeutet, bin ich jetzt gerade nicht sicher. Ja, aber ich würde sagen, wir gehen auch mal ein Stück weiter. Ich finde vor allen Dingen hier noch bei der Lisa Stirl toll, aus dem Buch wird ein Laptop. Es ist Ja. großartig, oder? Vor allen Dingen, weil wir sagen, also ich meine, klar, was früher das Bücherwissen war, jetzt noch bei Wade Smith ist es ja eine Tora, auch das ist eine Neuerung. Vorher war es ja einfach nur ein Buch. Jetzt ist es eine Tora, wo er das Wort Tarot schon irgendwie mit drin ist und Rota, also dieses Spiel kennen ja vielleicht einige von euch, wie man aus den Buchstaben alles Mögliche herauslesen kann. Und jetzt ist es ein Laptop und da würde ich gerne noch mal ganz kurz drüber sprechen, weil mich hat das im ersten bisschen irritiert, weil ich mir dann oft dachte, ja, aber ein Laptop, das ist ja dann eigentlich kein geheimes Wissen mehr. Und doch könnte es das sein. Ich weiß es nicht. Wie gehst du damit um? Ja, indem ich damit weiter denke, dass die Hohepriesterin halt nicht für das esoterische Geheimwissen steht, da kann ich gleich Lili Marleens Frage mit reinnehmen. Wenn ich zum Hohepriester oder Hierophanten gehe, da bekomme ich geheimes Wissen. Ich kriege den Schlüssel für geheimes Wissen. Deswegen ist der Schlüssel normalerweise auch beim Hohepriester abgebildet und weil er auch mit der Zahl 5 der Quintessentia verbunden ist. Hier habe ich jetzt, und das ist ja eine große Neuerung, die uns das Internet beschert hat, die Möglichkeit, selbst zu recherchieren. Ich muss in keine Bibliothek Stabi mehr wandern, um mir Wissen zu holen. Ich komme, muss an keine Bibliothekarin herantreten. Ich kann einfach meinen Computer öffnen und all die Weisheiten, die ich erlangen möchte, eigentlich selbst recherchieren. Ich habe nun allerdings nicht mehr die Instanz, die mir erklärt, was ist vielleicht wirklich eine wertvolle Information und was ist eine weniger wertvolle Aber das ist Information. vielleicht, glaube ich, der Zusammenhang, also auch der Unterschied zum Hohepriester. Gut, über den werden wir noch ausführlich sprechen. Weil wir es vorhin mit der Führung hat, man wird geführt. Man wird geführt, aber man ist selber verantwortlich dafür, was mit diesem Wissen geschieht. Es gibt Ganz niemanden genau. mehr, der mir das für mich interpretiert und richtig einsortiert. Ich muss mich Genau. meiner Intuition überlassen. Und so ist das, finde ich, sehr schön dargestellt. Heute ist sozusagen das Laptop. Ist sozusagen das Fenster zu einem unfasslichen Reichtum an Wissen. Und übrigens interessant finde ich, dass sie von der, weil du vorhin das mit der um dem zunehmenden abnehmenden Mond erwähnt hast, sie ist völlig gedreht zur Hohepriesterin bei Wade Smith, ne, die ja eher in die, Stimmt. von uns aus gesehen, in die linke Richtung sich wendet. Von sich aus gesehen muss es die Spiegelt, ne? rechte sein. Und sie macht das in die, vielleicht ist da wirklich was bewusst. Und sie hat auch diesen Vorhang mit den Granatäpfeln wieder auf sich genommen. Aber es ist eher poppig. Es ist eher so bunt. Es könnte auch ein Ja, es ist buntes. keine Verbindung zum Wasser da, Ja, ne? außer Also dass es es so ein ist blauer so Hintergrund. eine luftige Karte. Und ja, Pepeline geht ja in die Richtung, wie wir das auch denken. Und ich denke, das ist so das. Aber dieses Thema, wir sind jetzt im
Ja, ein Jahrhundert, in dem die zwei, oder ein Jahrtausend, in dem die zwei sehr stark ist. Also wir sind im Zeitalter der Hohepriesterin und eine unserer vornehmsten Herausforderungen wird es eben sein, genau wie Pepeline schreibt, dass wir immer noch, sorry, ich muss meine Brille aufsetzen. Was schreibt Pepeline? Heutzutage ist ja alles zugänglich, Laptop, aber wir müssen uns trotzdem daraus das wahre Wissen ziehen. Es ist unsere Genau. Verantwortung, genau. Dass das wahre Wissen, das ist eine unserer ganz großen Herausforderungen, gerade jetzt in den 2020ern, die der Hohepriesterin geweiht sind. Nächstes Jahr dann ein ganz besonderes Jahr. Das Jahr 2222 werden wir leider in dieser Inkarnation wahrscheinlich nicht mehr erleben, aber vielleicht schaffen wir es ja nochmal zurück, um dann zu schauen, was dann los ist. Ja, dann los. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit und wollte noch mal so durch ein paar andere Decks durchgehen. Vielleicht konzentrieren wir uns mehr auf die Unterschiede, vor allen Dingen, die wir sehen. Hier ein sehr, sehr altes und ein sehr neues, zu dem du aber, da es ja mit zu einem deiner favorisierten Decks gehört, sicherlich noch etwas zu sagen hast. Also einmal Genau, Visconti also. Sforza auf der linken Seite und auf der rechten Seite das Röhrig-Tarot. Genau, also das Visconti Sforza, eben das Ursprungsdeck, über das ich schon gesagt habe, da sieht man nicht unbedingt eine Papess, sondern eher eine Nonne. Franziskanertracht wird analysiert. Bin ich nicht die Expertin, aber ich nehme das jetzt einfach mal von Leuten, die sich damit ernsthaft beschäftigt haben. Und daneben seht ihr das Deck von Karl Röhrig, die Hohepriesterin, die ich wirklich sehr liebe, die auch keinen Neumond hat, keinen abnehmenden Mond, sondern eher einen Vollmond in diesem Falle, aber schon Richtung Neumond durch die Schattierung gesetzt wird. Was hier ausgedrückt wird, ist halt dieser absolute mondige Charakter. Sie selbst ist praktisch transparent, schwarz-weiß dargestellt und der Mond ist das Einzige, was zählt. Und das ist halt die Qualität der Hohepriesterin. Wir werden, sie ist eine Projektionsfläche, sie eröffnet uns die Tür in die anderen Welten, eben wie wir es auch beim Friedhof ganz am Anfang hatten. Die Nicht erinnert nur mich die auch ganz Welt ist. stark an an unsere Friedhofsskulptur. Also so Genau, und wahrscheinlich habe ich auch diese Assoziation gehabt, als ich vom sie das Design. erste Mal gesehen habe, weil ich diese Karte so wertschätze. Und sie eröffnet uns aber also einerseits die Welt ins Jenseits, die Hohepriesterin als Medium, als Jenseitskontaktfrau, aber auch, und da haben wir auch das Bild zur Persephone, ne, davon abgesehen, aber auch die Welt nach oben, weil der Mond, du hast das selbst heute beschrieben, ihr hattet so einen schönen Vollmond, den ihr gesehen habt. Der Mond ist das, was in unserem Leben unsere Fantasie anregt und was uns wissbegierig macht, das da oben zu erforschen. Und das ist ein sehr Finde schönes auch, Bild für. bei ihr sieht man jetzt bei dieser Darstellung auch, sie schließt ja die Augen. Also das heißt, wir wissen nicht, meditiert sie, schläft sie, träumt sie, aber sie blickt auf alle Fälle nach innen. Und es ist Ja. ja, der Röhrig hat ja auch, wie wir schon das letzte Mal gesagt haben, Runen zugeordnet. Das ist die Rune Urus in diesem Fall. Und die Rune Urus, die wird ja auch nicht, das ist eigentlich der Auerochse, aber sie wird auch als Zugang zu einer Höhle interpretiert. Das heißt, man steigt zu seiner eigenen inneren Kraft. Das wäre die Bedeutung der Rune Urus. Ja, das finde ich passt ganz gut, aber dadurch hat Röhrig natürlich auch noch eine eigene Interpretationsebene mit dazugelegt. Ja. Kommen wir nochmal zu Zweien, wo wir auch kurz sprechen können. Das eine ist ein Deck, mit dem du, glaube ich, zurzeit dich beschäftigst, von der. Katrin Welzstein, ich nehme es dir ab. Mir fällt immer Catherine Zeta-Jones ein, wenn ich daran denke. Das ist einfach eine Verwirrung in meinem Gehirn. Das ist ein frisch erschienenes Deck, was ich wirklich am Anfang dachte, hö, was ist das denn jetzt? Mystisches Tarot, ne? Katrin Welzstein. Und dass ich aber, je mehr ich es mir angucke, wirklich super finde, weil es eine ganz tolle Sprache spricht, vor allem für Menschen, die mit dem Tarot Berührungsängste vielleicht haben, aber diese Bildersprache, diese sehr typische, ich finde die schon sehr Generation Y-orientierte Bildersprache sehr wertschätzen und dann doch darüber zum Tarot kommen. Also das finde ich an diesem Deck sehr toll. Und sie ist wirklich, bringt da sehr kluge Sachen hinein. Und hier haben wir halt das Motiv des Vorhangs, ne, der schon geöffnet wird. Heutzutage sagt man, es wird hier angeteased, was sich dahinter verbirgt. Und auch hier wieder der Mond,
Der auch wieder, ich sehe das gerade, der ist ja gar nicht, auch kein Neumond. Also Yes. nehmt alles, was ich vorhin gesagt habe, dass die immer mit dem Neumond abgebildet wird, müssen wir jetzt zurücknehmen im neuen Zeitalter. Das ist nicht mehr so, ne? Das ändert sich. Interessant auch diese Assoziation mit Wasser, von der du vorhin auch gesprochen hast, wo so ein Schiff. Das Ganze ist eine sehr traumhafte Sequenz, wobei man sagen muss, das gesamte Deck ähnelt eher wie so Tagträumen. Aber hier finde ich, passt es besonders gut. Also sie ist ja auch eine, wo man nicht weiß, zieht sie den Vorhang auf, verschwindet sie jetzt dahinter. Sie hat ja auch so eine Art Schnecke um den Hals. Also das ist sehr reichhaltig. Es ist eines dieser Decks, die wirklich durch die Gestaltung nicht einfach nur das Alte, was man bereits kennt, nur anders künstlerisch darstellt, sondern wirklich neue Impulse und Inspirationen mit hineinlegt. Ähnlich wie jetzt auch beim Brady-Tarot, das ja eines meiner Lieblingstarots ist, wo wir auch nordamerikanische Kultur mit dabei haben, indigene Kultur und wo nur Tiere sozusagen eine Rolle übernehmen. Aber wir sehen hier natürlich auch Anspielungen. Wir sehen zum Beispiel, was du vorhin sagtest, das Zeichen von Wicca, die drei Mondphasen sehen wir dort angedeutet. Aber dort wird die Hohepriesterin zur arktischen Schneeeule sie hat eine Adlerfeder in der Hand und für Emmy Brady, die Künstlerin dieses Tarots, ist die Adlerfeder ganz eng mit dem Magier verbunden. Also sie bezieht ihn sozusagen mit dem Magier zusammen. Oft werden die beiden ja auch wie so ein Paar gedacht, zumindest mal gedacht. Und die Adlerfeder steht für das himmlische Element, von dem du ja auch sprachst, diese Anbindung nach oben. Da ist der Adler dafür da. Sie verbindet es mit Inspiration and Aspiration, ja. Und sagt, das ist Breathing in und Breathing out. Also das sind so diese, finde ich, also Inspiration finde ich schön, aber auch Aspiration, ich weiß gar nicht, wie man das im Deutschen übersetzen könnte. Wenn man eine Aspiration. Aspiration, ja, das ist aber mehr wie nur Atmung. Der Aspirant ist zum Beispiel jemand, ein Anwärter auf eine Position. Da kommt das Wort im Deutschen noch vor. Also Inspiration ist etwas mich Inspiriertes, aber auch Aspiration drückt auch eine Bewegung nach außen auf. Ich will auch sozusagen eine Bewegung hinzu. Es ist nicht nur das in den Schlaf fallen, sondern Nicht ein es ist bisschen auch wie auch eine Ambition? ja, sowas in der Richtung. Wobei Ambition natürlich jetzt so nach Karriere klingt. Ich glaube, Ja. Aspiration, sie spielt mit dem Wort Spiration, spirare Atmen an dieser Stelle. Und the darkness that balances the magician's light. Also es ist auch zum Kontrast das Dunkle. Sehr reichhaltiges Deck, wie ich finde, lohnt sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Wir sehen auch hier das Motiv des Vorhangs natürlich. Und dahinter ist jetzt der Mond im Aufgang über einer Landschaft noch zu erkennen. Ja, Ja. also es gibt interessante, spannende, neue, moderne Decks, wie ich finde, die wirklich auch neue Impulse reinbringen, die wirklich einen nochmal Lust machen darauf, nochmal neu nachzudenken. Auch das vielleicht, wie du schon vorhin erwähnt hast, passend zum Zeitalter, wo die Hohepriesterin so wichtig ist. Also wir bekommen vielleicht auch neue Inspirationen jetzt gerade. Wir arbeiten uns nicht nur an Autoritäten ab, sondern wir entwickeln einen eigenen Zugang zur Symbolwelt vielleicht gerade. Und ist doch interessant, dass das wiederum Frauen sind, die diese Decks gestalten. Ich meine, abgesehen mal von Röhrig, aber Röhrig ist auch nicht jetzt so modern wie 80er Jahre, also ja, das ist genau. Ja, ist noch die etwas Zeit der mehr. Gurus und wo Männer Genau. gesagt haben, das Wissen geht durch mich, eher eine Hohepriesterphase. Aber jetzt viele schöne Decks, also die uns zumindest auffallen, dir auffallen, sind doch viele von Frauen, oder? Gibt es irgendein? Ja, wobei Nein, es nicht auch ganz. coole männliche Decks gibt, Ja, ich ne? glaube, ich habe da noch sogar eins mit dabei, ne? Hier. Ja, genau, der Robert M. Place wieder, ne? Das ist das Alchemical Deck von ihm. Und daneben ist von einer Frau gemalt, das Voss-Tarot von Aleister Crowley und Lady Freda Harris. Aber natürlich auf Wunsch der Visionen von Crowley ist das entstanden. Und ganz ehrlich, es ist eine wunderschöne Karte und ich kann echt mir keinen Grund vorstellen, diese Karte nicht zu mögen. Ich finde sie einfach großartig. Und man sieht auch jetzt gerade bei der Crowley-Karte, wie viel Inspiration in modernen Decks in dieser Karte ist, zum Beispiel im Druidcraft, da sieht man Ja. ganz viel von ihr. Und eine Sache, da würde ich euch gerne nochmal darauf aufmerksam machen, ist ihre Handbewegung hier nach oben, ja, die wirklich sagt, ich ziehe, ich bin damit da oben beschäftigt und nicht mit dem, was unten geschieht.
Und das ist halt nochmal ein wichtiges Thema für das Thema Mutter Erde, ne? Man sieht bei der Crawley-Karte viele Opfer, die ihr gebracht werden in der materiellen Welt, ne? Das ist ja auch üblich, einem Orakel etwas zu opfern. Aber das führt uns dann auf die Astralebene. Also sowohl Magier als auch Hohepriesterinnen werden in der Astralebene angesiedelt heutzutage, wenn man sie interpretiert. Ich erinnere mich auch, dass ja diese unten, was da als Früchte, da ist auch ein Kamel, weil es mit dem hebräischen Buchstaben Buchstaben. Gimel zusammenhängt, das übersetzt wird mit Kamel. Aber wir sehen dort auch eher kristalline Formen. Alles wirkt eher kristallin abstrakt. Das ist also nicht die Fülle, die dort dargestellt wird, sondern die Vorstellung von der Fülle, also die Inspiration zur Fülle. Und was mir immer gut gefallen bei der Karte, wenn man sie so mit halb geschlossenen Augen anschaut, dann erkennt man darin auch einen großen Kelch. Also wie sowas wie einen Gral. Also der Sockel ist da, so ist der Thron, auf dem sie sitzt. Und durch diese Handbewegung, da könnte man jetzt noch viel philosophieren, was auch dieses Gewebe zum Beispiel bedeutet, den Schleier. Und sie hat sogar, wenn man genau hinschaut, Pfeil und Bogen auf dem Schoß sitzen und nicht mehr ein Buch. Es könnte auch eine Buchrolle sein, aber wenn man genau hinschaut, liegt auch ein Pfeil drauf. Und Ja, die damit ist haben wir, der Diana zugeordnet. dann ist es eben die Göttin Diana, die Artemis, von der wir gesprochen haben, das Prinzip der Jungfräulichkeit. Es Sehr, wird sehr auch schöne gesagt, Karte. ihre Eierstöcke, ne? Also da gibt es auch die Interpretation, So, so. weil die hohe Priesterin auch immer zunehmenden Mond mit Schwangerschaft in Verbindung gebracht wird. Ja. Also sie ist die ewig Schwangere. Und da können wir vielleicht was zur Alchemie sagen, was dein Fachgebiet ist, Christopher. Was fällt dir denn zu der Karte von dem Robert ein? Naja, gut, ich sehe natürlich hier eine Frau auf einem Boot, Boot des Silbers, der silberne Mond, Luna, und wird eng in Verbindung gebracht mit dem Element Wasser, allein schon durch die Zuordnung, aber auch mit dem Wassermann. Er hat also dort das astrologische Symbol Wassermann zugeordnet, was mich ein bisschen überrascht. Das Element Wasser, der Mond ist sichtbar. Es ist vielleicht der Zustand, den man als Solve bezeichnet, Solve et Coagula, der Zustand der Auflösung, der eng mit dem Element Wasser in Verbindung gebracht wird. Aber du hast dich mit ihm ja auch darüber unterhalten, habt ihr über diese Karte zufällig gesprochen? Sie hat ja auch diese Geste, ne? Die Schweigegeste. Genau. Also wir haben darüber gesprochen, aber es ist mir nicht mehr ganz in Erinnerung. Ich würde vorschlagen, du verlinkst vielleicht auf das Video, das wir mit Das ihm mache ich, gemacht ja. haben. Da gibt es ein sehr schönes Interview, das Kirsten führen durfte mit dem Künstler Genau, Robert M. das ist Smith. vielleicht für euch ganz interessant noch. Place. Mir gefällt an dieser Karte auch also ich denke da an die drei Ladies, die Arthur nach Avalon bringen. Ne? Also das ist so, ich denke gerade an diesen Excalibur-Film, diese Endsequenz, wenn da dieses Richtung Avalon fährt. Das fällt mir zu der Karte ein. Ja, die Mondbarke, ne? Ich habe Also jetzt. die Genau, die Mondbarke. Mondbarke, die wir hatten schon mit Ägypten, auch in Ägypten kennen. Auf der Himmelsscheibe von Nebra finden wir so ein Barkenelement, das gerne als Barke gedeutet wird. Also das schon aus der Bronzezeit kennen wir ähnliche Motive. Und die Barke, die über das Meer der Nacht fährt. Die Nachtmeerfahrt wäre so ein Thema, das damit verbunden ist. Wobei ich das immer gerne, wenn ich an den Tarot denke, eher mit dem Mond in Verbindung bringe. Wir haben ja noch die Ganz Karte der genau. Mond, zu der wir ja Genau. irgendwann noch kommen werden. Genau. So, ich schaue, ach, das war's schon. Siehst du, Kirsten? So, dann machen wir doch mal gleich unser Eingangsbild nochmal. Ja, genau, weil heute wollen wir ja ein Versprechen einlösen, das Christopher öfter mal in die Shownotes schreibt. Mach ein Versprechen, wir lösen ein Versprechen ein. Genau, das passt ja sehr gut, weil die Hohe Priesterin, ich habe es jetzt schon mehrfach erwähnt, steht für das Orakeln. Ja. Und wir bieten euch heute ein kleines Live-Orakel an. Ja, und wir machen das so, weil ich mache das ja gerne mit den Runen und das kennt ihr ja vielleicht, wenn ihr den Runenbrunnen anschaut, dass ich euch immer drei Bilder gebe und dann müsst ihr euch für ein Bild entscheiden und da ziehe ich dann eine Rune dazu. Und dann haben wir gesagt, nee, machen wir nicht mit einem Bild, sondern ihr müsst euch zwischen uns beiden entscheiden.
Weltkirsten oder Schwere Weltchristopher? Wahl. Also, Ja. Ich möchte, mir wenn. fällt übrigens gerade auf, Christopher, ich habe Ja? gerade ein bisschen schlechte Verbindung, Macht nichts, ich aber finde es mir gut. fällt gerade auf, dass wir hier auch, dass wir gerade sehr schön diese binäre Anordnung haben, männlich, weiblich und dazwischen die hohe Priesterin. Ne? Das ist Kirsten, ist das Zufall? Ist das Zufall? man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Also, um euch die Aufgabe leichter zu machen, ich werde mich mit dem mystischen Tarot befassen und daraus eine Karte ziehen. Christopher, was nimmst Oh, da du? fährst du schweres Geschütz auf, Kirsten. Dann, Ja. das ist schweres Geschütz. Jetzt Moment, da muss ich jetzt gleich ziehen und ich werde mit dem Brady-Tarot ziehen. Oh. Jawohl. Ich wollte ursprünglich das Marseille-Tarot nehmen, aber Kirsten, nein, ich werde das Brady-Tarot nehmen. Also ich habe hier mein Brady-Tarot. Ja, schaut mal, wie schön Genau. golden das hier glänzt. Ne? Ja, Also man meins sieht es ja. glänzt silbern. Oh, Silber und Gold. Also das ist ja noch mal. Ist das Zufall, Kirsten? Sonne und Mond. Auch noch der, das. Also ihr habt echt die Qual der Wahl. Ihr müsst es. Ihr könnt es geheim, könnt ihr wählen. Ihr könnt euch ins Was Geheim ziehen wir entscheiden. denn? Eine Wochenkarte oder was machen Wir wir? ziehen einen Impuls zum Thema Hohepriesterin. Vielleicht fühlt euch ja jetzt inspiriert und ihr könnt euch eine Frage stellen: Was brauche ich denn noch, um vielleicht mehr meine Intuition, meine Inspiration zu entwickeln? Sarah macht es sich einfach, bitte beide. So geht das nicht, So Sarah. geht das nicht, Sarah. Es kann nur eine geben. Also, ich finde das ganz süß von euch. Silber oder Gold? Ich finde das süß von euch. Beide. Schreibt gerne beide rein, dann fühlen wir uns beide geschmeichelt und insgeheim könnt ihr euch ja für Kirsten oder mich Bin entscheiden. da mehr für Konkurrenz, Oh, aber egal. Peppelina hat sich schon für Kirsten entschieden. Oh nein. Ja, danke, Peppelina. Also wir mischen Yes. hier dabei fleißig. Ach, Birgit, ich danke dir. Ich habe eine Fürsprecherin. Aber ob das so eine gute Idee war, Birgit, wo du in Reichweite von Kirsten wohnst, aber nun ist der Würfel Genau. Ich habe deinen Ohrring, Birgit, und ich weiß, wo du wohnst. Aber ich sehe schon. Wir haben viel Spaß dabei. Und ihr dürft natürlich auch beide wählen. Ihr könnt auch keines von beiden wählen. Ihr könnt euch sagen, Kirsten und Christopher sind mir beide Schnuppe. Kann auch sein. Ja? Ich will die Ja. Hohepriesterin. Die zieht halt leider Genau. keine Karte jetzt. Genau, also ich stimme mich jetzt mal kurz ein. Ja, und ich auch. Ihr könnt euch auch da draußen alle mal einstimmen. Und wenn ich es Befrage richtig die. verstanden habe, möchte Christopher eine Aussage dazu, wie wir mehr an unsere Hohepriesterin, Genau. unsere innere Führung, unsere Seele, höheres Selbst kommen. Ich habe schon eine. Wir zeigen die vielleicht dann. Christine weiß das ganz andere, genau. Okay, ich habe auch eine. Eine. Also dann Showtime. Eins, zwei, drei. Okay, ich weiß gar nicht, welche das ist. Sie Ja, ich sieht schaue es mir richtig auch nochmal gut an. Wow, aus. ich habe das Ass der Kelche. Ich habe die vier der Stäbe. Möchtest du zuerst was sagen, lieber Christopher? Ich kann einfach mal sagen, was ich über das Ass der Kelche weiß und würde es sehr begrüßen, wenn du noch ein paar Worte dazu verlierst, denn ich bin jetzt nicht ganz so bewandert wie du. Ass der Kelche ist natürlich, was das Thema Wasser angeht, wir haben es ja viel mit Wasser passend. Wir sehen hier, ich nehme an, es ist eine Art Graugans, die bei der Emmy Brady werden die Kelche durch Hörner dargestellt. Ja, sie hat den Titel Joy gegeben, Freude, was für mich eine wunderbare Karte ist. Also ich glaube, für mich bedeutet es, wenn ich an der Hohepriesterin, an meiner inneren Hohepriesterin arbeiten möchte, was auch immer ich damit verbinde, dann empfiehlt diese Karte, sich wirklich in völliger Hingabe da hineinzugeben und nicht darüber nachzudenken, wozu, warum, sondern einfach völlig drin aufzugehen, wie das Element Wasser und auch so was Spielerisches. Schaut mal diesen niedlichen kleinen Vogel, der da drauf sitzt und einfach nur guckt, wie da Wasser rauspritschelt und wahrscheinlich da richtig viel Freude daran damit hat. Ja, ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann jetzt gerade. Du musst sie mal so halten, dass sie ganz zu sehen ist. Ja, warte mal. So. Genau. Also ich bin ja leider keine Vogelexpertin, muss ich gestehen. Daher weiß ich jetzt nicht, wofür dieser Vogel
zuständig ist. Aber was mir zu diesem Wasservogel einfällt, ist, dass Wasservögel halt im Wasser funktionieren, aber auch zu Lande, ne? Und dass das vielleicht eine Qualität ist der Hohepriesterin, die es zu erschließen gilt, also immer wieder sich in die andere Welt mal stückchenweise hineinbegeben. Das Ast der Kelche prinzipiell steht für Inspiration von oben, passt also sehr gut zur Hohepriesterin. Es geht darum, dass man sich von oben inspirieren lässt, besonders gut durch Inspiration, verzeihung, durch Meditation. Also ihr tut gut daran, jetzt vielleicht auch den Vollmond noch zu nutzen, um eine schöne Meditation zu machen. Zündet euch ein paar Kerzen an, wie ihr es da im Hintergrund seht. Stellt euch ein Bild der Hohepriesterin auf, was ihr besonders schätzt. So mache ich das immer gerne. Und versenkt euch mal in diese Karte. Also ist eine sehr gute Übung, eine Karte besser zu erforschen, indem man sie in sie hineingeht, indem man sich ausmalt, was ist denn hinter dem Schleier zu sehen, der Hohepriesterin? Was passiert denn, wenn ich diesen Raum weiter zeichne und eure Fantasie da spielen lasst? Und was oft passiert in dieser Form von Meditation ist, dass dann die Person, mit der wir arbeiten, auf der Karte in irgendeiner Form lebendig wird, entweder wenn wir gut hören können, also da sensitiv sind, uns eine Nachricht schickt. Oder aber auch uns was übermittelt, indem wir kurz danach ein Buch aufschlagen und eine Nachricht erhalten oder einfach auf eine andere Art und Weise mit ihr in Kontakt kommen. Das wäre, was mir zu der Karte einfällt, auch wenn sie jetzt dem Bild nicht unbedingt entspricht. Also ich habe übrigens rausgefunden, ganz kurz, was für ein Tier das ist. Es ist das Ja. Blässhuhn, ja, das wir hier sehen können. Und ganz kurz noch, es ist, spielt in der Mythologie der Cherokee eine große Rolle. Das Blässhuhn hat eine große Freude, einfach übers Wasser, quasi wie übers Wasser zu laufen. Das ist so eine, sie kann gut, sie kann, es kann fliegen, sie kann tauchen, aber sie liebt es offensichtlich. Es macht ihr große Freude, einfach über das Wasser zu laufen. Das habe ich jetzt noch so. Jesus. Ja, genau. Aber kommen wir zu deiner Karte, Kirsten. Genau, ich habe die vier der Stäbe gezogen in der Interpretation von Katrin Welzstein. Das Erste, was mir auffällt, ist dieses Haus. Da stehen auch Menschen auf dem Haus. Das erinnert mich an den Lockdown. Und das Thema der, wie kann ich denn Freiheit genießen im Lockdown? Und was natürlich für uns jetzt gerade. Wir hatten ja auch gerade diesen Jungfrau-Vollmond, ne, Hohepriesterin-Vollmond sozusagen. Was mir dazu einfällt, ist, dass wir die Tage, in denen wir jetzt noch gefangen sind, sozusagen, es wird, glaube ich, nicht mehr ewig dauern, dazu nutzen können, wirklich wie eine Hohepriesterin, das, was wir gerne hätten, in unser Haus zu holen, also mit Fantasie, mit all den Mitteln, die ich auch eben gerade euch vorgeschlagen habe, ist das eine, was mir dazu einfällt. Das andere sehe ich, der Mond ist ja zum Beispiel astrologisch verbunden mit dem vierten Haus, mit Herkunft, mit Themen des Heims, der Häuslichkeit. In irgendeiner Form vielleicht, weil die vier der Stäbe oft auch mit einem Lagerfeuer in Verbindung gebracht wird, ein Feuer entzünden, also euch die Hestia, die Vesta, hineinholt ins Haus und Also die einfach vielleicht mal, keltische Priesterin, die ein Feuer hütet. ganz genau, einfach mal eine Kerze anzündet und ganz bewusst da die Hohepriesterin mit reinholt, wäre eine Sache, die mir dazu einfällt. Ich finde auch bei der Karte auch sehr schön, dass da so Lampions von diesem Haus ausgehen, in alle Richtungen. Also für mich sind das Lampions. Und da ist auch ein Vogel drauf, ne? Und irgendwie ist das Ganze ja nicht nur einfach ein Haus, sondern auch ein Turm. Und mich erinnert das natürlich an den Turm der Weisheit vielleicht auch, etwas in dieser Art. Könnte man jetzt weiter philosophieren. Die Jungfrau Maria wird ja oft auch als Turm bezeichnet. In der christlichen Mythologie ist es eine Entsprechung. Also da fallen, würden mir viele Dinge einfallen. Ja. Sehr schön. Ich glaube, ihr habt eine wunderbare Inspiration, um eure innere Hohepriesterin zu wecken. Und ja, es kommt darauf an, wie ihr gewählt habt, aber ich glaube, ihr habt in beiden Fällen eine gute Wahl getroffen Ja, macht einfach beides. Ja. und macht einfach beides, genau. Also es ist ja just for fun. Also in dem Sinne, liebe Leute, Jacqueline hat schon eine Kerze angezündet, wunderbar. Sehr gut. Wir haben jetzt so ein bisschen überzogen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht
Und ihr habt viel Inspiration draußen ziehen können. Ich habe jetzt mal frecherweise in 14 Tagen wieder einen Tarotgarten angesetzt. Vielleicht findet er aber auch schon am kommenden Wochenende statt. Vielleicht, vielleicht. Who knows? Kirsten und ich sprechen uns ab. Ja, schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob ihr lieber das so im Wechsel haben wollt, Astrologie und Tarot. Wir beide haben gerade echt ziemlich viel zu tun, sodass wir nicht so viel online gehen können. Wir werden es wahrscheinlich nur einmal pro Woche machen können. Oder ob ihr sagt, nein, wir möchten jetzt erstmal nur Tarot. Da halten wir uns natürlich auch ein bisschen dran. Also ganz wie ihr möchtet. Und ich möchte aber schon ab und zu auch mal wieder Astrologie machen, glaube ich. Das machen wir auf alle Fälle. Es ist ja auch Genau. unser zweitliebstes Steckenpferd oder Kirsten, je nachdem, was wir Ganz gerade genau. machen. Ganz genau. In dem Sinne, euch da draußen ganz herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Genießt noch diesen wunderschönen Sonntag. Zumindest hier ist er so. Aber egal wie, mit der Hohepriesterin kann es nur wunderschön werden. Und alles Gute euch da draußen. Vielen Dank, liebe Kirsten, auch nochmal nach Berlin. Alles klar, wünsche ich dir auch, lieber Christopher. In München, hab eine gute Zeit und wir sehen, hören, sprechen uns. Genau, so machen wir das. Alles Gute.